Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute die Demo zum Piratenbeuteschiff von Playmobil. Wir zeigen euch hier im Schnelldurchlauf, wie wir das Ding hier zusammenbauen. Und danach selbstverständlich geben wir noch unsere Meinung zu diesem Spielset hier ab. Aber das sieht schon ziemlich cool aus. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, Leute. So Leute, wir können in See stechen. Das Piratenbeuteschiff ist fertig zusammengebaut. Das schauen wir uns natürlich mal genau an. Ich habe die Kamera jetzt in der Hand, denn wir wollen euch hier ein bisschen rumführen. Wir fangen mal hinten beim Kapitän an. Echt gefährlich mit seiner Waffe in der Hand. Und gibt hier auch seine Durchsagen für seine, ja, für sein Team. Dann sehen wir das Schiff, das haben wir beklebt. Das habt ihr am Anfang wahrscheinlich gesehen. Und hier unten, das sind Kanonen, aber da kommen keine Kanonenkugeln raus. Die können wir auch wieder zumachen. Ich hoffe, ich bewege die Kamera nicht zu schnell. Und hier sehen wir Kanonen, die können abgefeuert werden. Zwei Bolzenkanonen. Die schauen wir uns gleich mal an. Nochmal das Schiff hier in der ganzen Größe. Das ist etwa 55 cm oder 54, 53 cm hoch und 68 cm lang. Echt ein großes Schiff. Und wir sehen auch hier die Segel. Das war ein bisschen komplizierter, deswegen habt ihr das hier nicht gesehen. Das habe ich hinter der Kamera gemacht, damit es auch ein bisschen schneller ging. Und auch die einzelnen kleinen Seile hier
relativ kompliziert, aber trotzdem ging das wirklich gut. Es hat, wie gesagt, ein bisschen länger gedauert. Der Zusammenbau insgesamt hat etwa, glaube ich, vielleicht eine Stunde jetzt gedauert. Hinter der Kamera auch. Wir sehen hier sogar einen Anker, den wir ausfahren können. Und wir können damit auch rumfahren, denn zuerst, hier fallen auch schon die Figuren um, das wollen wir natürlich nicht, haben wir zwei Rollen sozusagen dran gemacht. Damit kann man also auch auf dem Tisch oder auf dem Boden spielen. Echt cool. So, wir sehen hier auch noch was weiteres. Das müssen wir vielleicht aus der anderen Seite mal, von der anderen Seite mal zeigen. Das können wir auch runterfahren. Mit dem hier. Ihr hört es knacken. Und dann kommt es auch ein bisschen runter. Das können wir sozusagen auch an Land heben. Wenn wir von Land irgendwas mitnehmen wollen und dann aufs Schiff zu schippen sozusagen. Wir gucken uns natürlich auch nochmal die Figuren an. Hinten beim Kapitän angefangen. Mit orangenen Haaren, mit einem Tattoo. Echt cool. Hier oben, der schaut sich die Karte an. Denn der möchte hier zum Schatz. Dann haben wir hier ein... Ich finde, der Pirat hier sieht noch am nettesten aus. Dann hier ein weiterer böser Pirat. Der scheint schon lange auf diesem Piratenschiff hier drauf zu sein. Der scheint Erfahrung zu haben. Einer, der eigentlich gar keine Erfahrung wahrscheinlich hat, ist dieser kleine Bursche hier. Vielleicht der Sohn vom Kapitän. Was der wohl auf dem Piratenschiff zu suchen hat, keine Ahnung. Wir sehen hier den Blick in die Kapitänskajüte. Da gibt es keine Tür, sondern eine Treppe. Da müssen wir schon wieder rum. Da geht's rein. Okay. Wir sehen hier natürlich die Segel. Echt cool. Mit einer Piratenflagge hier drauf, beziehungsweise mit dem Totenkopf, das Piratensymbol. Die sehen wir hier oben auch. Die beiden Flaggen, einmal in so einem Rot-Schwarz und in diesem Schwarz hier die große Fahne. Wir haben insgesamt 4 Segel bei diesem Spielset. Dann haben wir, können ja auch mal die Kanonen hier ziehen. 1, 2, 3, 4 und 4 auf der anderen Seite. Das sind 8, aber da kommen sozusagen keine Kugeln raus, sondern nur aus diesen beiden Bolzenkanonen. Die kennen wir auch schon von einem anderen Piratenset und es gibt auch 2 in Reserve, falls wir mal welche verlieren. Dann noch ganz wichtig, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier unten, ich muss wieder das Ding umdrehen, das gibt es doch nicht. Hier, da können wir unseren Schatz verstecken, der ist auch, beziehungsweise die Schatztruhe, da seht ihr sie. Da ist jetzt noch kein Schatz drin. Wie kriegt das jetzt mit einer Hand hier auf? Nein. Ich zeige es dann mal so. Hier kann dann der Schatz rein. Da haben wir leider noch keinen. Das können wir gleich sozusagen, beziehungsweise nach unserer Schatzsuche dann befüllen. Okay. Sehen wir hier noch was Interessantes. Die hier, die sind ganz elastisch. Da müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr die dran macht. Und sonst, wie gesagt, hier die Kanonen. Das Piratenschiff, das kann auch noch mit weiteren Teilen ausgestattet werden. Das sehen wir hier. Das zeige ich euch mal im Heft. Und zwar einmal hier mit einem Unterwassermotor oder auch mit einem Ballastgewicht zusätzlich, damit es halt besser schwimmt. Hier steht zur besseren Schwimmfähigkeit. Wie gesagt, das könnt ihr dann nachrüsten. Hier gibt es auch noch weitere Teile, zum Beispiel eine Schaufel, selbstverständlich, die brauchen wir definitiv. Packen wir mal auch da rein. Und auch noch weiteres Zeug, das kommt alles hier rein. Okay. Sonst noch was Besonderes, wie gesagt, viele kleine Seile hier, da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Den Anker, das zeige ich euch auch nochmal, den können wir auch ausfahren. Den können wir hier lösen sozusagen. Und den können wir dann, wenn wir wollen, hier vorne auch irgendwo befestigen. Der kommt sozusagen raus. Auch eine sehr, sehr coole Spielerei. Und hier auch diese Holzpalette. Wirklich sehr schön gemacht. Das Piratenbeuteschiff von Playmobil. Und hier vorne, den haben wir noch vergessen. Den Papagei. Ich glaube, den können wir auch nur hier sozusagen dran machen. Und nicht auf die Schulter vom Kapitän. Cool wäre es auch gewesen, meiner Meinung nach,
hätte der Kapitän hier noch ein Holzbein. Ihr kennt es bei den Piraten vielleicht. Wirklich sehr, sehr cool. Und zum Abschluss zeige ich euch nochmal hier diesen coolen Sticker. Der Playmobil Piratenkapitän. Sieht aus ein bisschen wie Neptun. Hier sehen wir die Fische. Echt cool. Hier sind auch noch weitere Materialien, die das Piratenteam hier braucht. Auch ein großer Kochlöffel hier. Oder Suppenlöffel, wie auch immer. Und noch weitere Waffen. In diesem Fass hier drin. Und sonst, wie gesagt, ein wirklich sehr, sehr cooles Spielset. Vom Aufbau her hat es wirklich ein bisschen lang gedauert. Jetzt nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu einfach. Es wird natürlich alles hier im Heftchen gut erklärt. Sonst selbstverständlich, dieses Spielset hier kann man super im Wasser benutzen, aber auch sonst außerhalb. Definitiv würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ein tolles Spielset für klein und groß. Und wie gesagt, es ist wirklich ziemlich groß, das Teil. Wir können euch auch nochmal zeigen, die Bolzenkanonen hier, die können natürlich abgeschossen werden. Wir schießen mal auf das Piratenschiff. Da, nochmal, damit ihr es vielleicht von der Entfernung seht. So, Feuer! Ihr seht, es funktioniert. Wirklich sehr, sehr cool. Das Piratenbeuteschiff von Playmobil. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei der Demo von diesem Spielset hier. Seid beim nächsten Mal auf jeden Fall auch dabei. Ciao!